Hallihallo, moin, willkommen zurück hier. Wir sind wieder beim From Zero to Hero Projekt und ja, unser Kartoffelabfahrer ist das erste Mal wohl an seiner Abgabestelle gerade. Und das gucken wir uns mal kurz an. Schauen, ob wir hier richtig sind. Lagerhaus Waren könnte passen. Ja, dann sind wir mit dem Wickeln fertig. Das heißt, wir werden gleich Ballen einsammeln. So, hier wird auf jeden Fall abgeladen. Das funktioniert auf jeden Fall. Und gucken wir mal, wie viel Mikroprozent das jetzt hier sind. Das waren schon 29%. Okay, gut. Aber ich sehe gerade, ich muss ja noch mal kurz was einstellen. Wo ist es denn? Wo ist es? War das hier drin? Es ist jedes Mal hier, der Vehicle Inspector. So, Ballen. Ballen einsammeln und uns Richtung BGA aufmachen. Wir wollen doch endlich das Ding kaufen. Mal gucken, wie weit wir da heute mitkommen werden. Erst einmal hier so. Oh, Entschuldigung. Alles hier einsammeln. Ja, meine Stimme ist aktuell nicht die beste. Bin ein bisschen erkältet immer noch. Also, falls mal ein Huster oder irgendwie ko komische Voice Cracks kommen, ja, liegt an der Erkältung. So. Ja, der Pflug müsste. Ne, der Pflug ist fertig. Ha, wollte gerade sagen, der müsste auch gleich fertig sein. Das heißt, den können wir dann auch Richtung Hof eigentlich schicken. Nicht Richtung Hof, Richtung Händler schicken. Weil wir, das machen wir mal ganz kurz. Weil wir dann wieder unseren eigenen Traktor damit losschicken können. Das ist ja auch wichtig, damit wir dann wieder von Ding zu Ding fahren können, sozusagen von Feld zu Feld und nicht immer wieder zurückkommen. Ah, ich sehe gerade, ich muss die Zeit wieder hochdrehen. So. Gut. Gucken wir mal, wie viele Ballen wir jetzt hier runterbekommen noch vom Feld. Ob es reicht oder ob wir nochmal hierher fahren müssen. Weil das sind doch noch eine ganze Menge und wir haben ja den Haufen am Feldrand noch liegen. Nee, also da müssen wir definitiv nochmal fahren. Das sieht man ja jetzt schon. Wollen aber gleich ganz ordentlich arbeiten. Nichts liegen lassen, nichts liegen lassen. Weil dann kann nämlich unser Fendt auch wieder auf Düngearbeit dann losgehen. Ist das nämlich auch erstmal gegessen sozusagen. Und dann schauen wir, was wir als nächstes für uns hier bekommen. Beziehungsweise wie weit oder wir dann schon in Richtung der BGA sind. Gut, ich glaube nicht, dass wir. Na gut, ich weiß nicht, wie viel Überschuss wir generieren werden. Also, es fehlen ja knappe 500.000. Nur. Gucken wir mal. Aber wir bekommen doch eine Menge mit. Wenn wir gleich nochmal abladen und neu
sortiert aufladen, könnten wir eventuell doch zumindest das, was hier auf dem Feld liegt, alles drauf bekommen. Ja gut, die Kartoffelmission, die wird vermutlich ewig dauern. So, gucken wir mal, dass wir das jetzt schön hier gestapelt bekommen. Na, guck mal, jetzt haben wir auf jeden Fall noch Platz für den ein oder anderen Ballen hier. So, vier passen noch. Ah, da hinten fährt der Kartoffel-LKW. Hallo. So, aber wir machen mal ganz kurz hier die Ballenanzeige an. Dann können wir uns das mal kurz anschauen. Also es sind wirklich nur noch die beiden da vorne. Irgendwo da in die Richtung. Und dann das, was am Rand liegt. Ah ja, da vorne und da drüben ist er. Gut, passt. Das kriegen wir hin. Ja, und die beiden Gewächshäuser 3 sind wieder schon leer gelaufen. Ich weiß nicht, warum der das nicht automatisch schafft. Oh Gott, aber wir lassen das jetzt einfach mal so und gucken, ob er irgendwann anfängt, die zu bearbeiten. Ich hoffe nämlich, wenn das Zweier irgendwann voll ist, dass er das dann macht. Vielleicht. So. Zwei Ballen von hier. Na gut, er nimmt nur einen mit. Ist egal, wir müssen so oder so noch einmal fahren. So, dann machst du erst noch mal ab. Was haben wir denn hier? Ah ja, guck mal. Da ist zum Beispiel der angekommen. Der bekommt dann unseren Düngestreuer. Der da steht. Dann gibt es einmal noch ein bisschen Dünger, wenn wir noch welchen rumstehen haben. Aber ich glaube, da müsste noch. Ja, da ist noch. Ja, dann kann der gleich loslegen wieder Richtung der nächsten Felder. Und dann fangen wir es einfach oben an, Feld 92. Schauen wir, dass wir da auch noch ein bisschen was wegarbeiten. Ja. Ein bisschen was geht noch rein. Doch, Abflug. So, der ist unterwegs. Nee, machen wir erster den da. Der kann den Flug loslassen. Und dann kommt der nämlich an den Case dran. Dann suchen wir für den eine Flügemission. Dann hat der auch gleich wieder Arbeit. Aber wie gesagt, Geld muss irgendwie reinkommen. So, Flügemissionen. Flügemissionen. Ich hoffe, dass wir da was haben. Ernten, grubbern, Pfl oh, pflügen ist eine Menge.
42. Wir gucken mal, was am meisten bringt. 42.000. Feld 6. Gut. Feld 6. Dann auf dahin. So, der ist hier am Machen. Und der steht jetzt einfach hier und ja. Gut, dann machen wir das jetzt mal von Hand hier. Weiß nicht, oder sind die Trick. Gut, es kann sein, dass die halt ein bisschen nah beisammen sind. Wir probieren mal was. Wir ziehen den einfach mal ein Stück hier weiter nach vorne. Er ist ja eingestellt, dass er direkt zum Dreier fahren soll. Mal gucken, ob er es jetzt macht. Einfach nur mal bisschen Feintuning. Muss ja auch sein. So, aber bis der wieder da ist, gucken wir mal. Der braucht noch 4 Minuten. Oh, okay. Das war jetzt nicht so das, was ich erwartet habe. Aber wir müssen gleich mal gucken, was wir hier an Kurvengeschwindigkeit eingestellt haben. Gut, das ist halt auch so ein bisschen das Gewicht, dass der nicht bremst. Wir haben den schon runtergestellt. Soweit wie es geht. Okay, ja. So. Trommelwirbel. Fährt er zum Dreier oder bleibt er wieder beim Zweier stehen? Oh, er fährt nicht weiter. Ach komm. Jetzt lass uns mal was gucken. Ja, so weit ist der ja eigentlich gar nicht weg. Jetzt ist die Frage, den Siloabstand. Das ist, glaube ich, eine generelle Einstellung. Maximaler Siloabstand. Wenn ich den runterdrehe. Gucken wir mal, wie er sich dann verhält. Aber dann kann es bei den anderen wieder sch zu Schwierigkeiten führen. Ja, das ist so ein Ding. Auf jeden Fall fährt er hier mal weiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also für hier klappt es jetzt erstmal. Ja, wir beobachten das einfach mal. Mehr können wir da eh nicht machen. So, aber hier, guck mal. Der ist da, der steht auf 18 Kilo Ausgabemenge, das passt. Ein Vorgewende. Los geht's. Geld verdienen, Kollege. So, wie weit sind wir hier? Wir sind bei 47 Sekunden noch. Ich würde aber sagen, dass wir hier jetzt nochmal die Ballen erst auf dem Feld oder auf der BGA lagern und dann alles in einem Rutsch nachher abgeben. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Es könnte eng werden. Dann werden wir das, denke ich mal, eher morgen machen. Das heißt, wir schicken den jetzt nochmal direkt hoch, die restlichen Dinger von oben holen.
Und danach sehen wir dann weiter. So, Abflug. Ah, der Pflug ist auch gleich da. Ich glaube, wir müssen aber auf das Feld da drüben, oder? Zumindest es blinkt da was, ja. Oh, Feld 6. Ups. So, hier. Erster Wegpunkt. Ah, dann speichert das Spiel mal wieder zwischendurch. Wir machen drei Vorgewände. Wir fangen auf den Bahnen an. So, dann können wir aber zumindest noch die Flügemission auf der 11 uns gut schreiben lassen. 57.000. Ja. Schmeckt. So, der ist hier gut dabei. Hier wird zumindest mal das 3 links aufgefüllt. Mal gucken, ob er nachher auch auf das rechte geht. Aber es scheint erst einmal zu funktionieren. So, dann werde ich gleich mit dem hier die Ballen einsammeln noch, die jetzt am Feld liegen. Zurück zur BGA fahren und morgen dann die große BGA-Abrechnung. Jo, da freue ich mich schon drauf. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie weit wir dann in Richtung der BGA sind. Es ist eigentlich krank. Wir haben morgen, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, die 20. Folge. Und nach 20 Folgen zu sagen, wir kaufen uns eine BGA, wo wir mit nichts angefangen haben, das ist schon eine krasse Leistung. Gut, wir spielen auf einfach, das müssen wir sagen, aber trotz allem ist das, glaube ich, dann wirklich der Grundstein für unser Imperium, das wir ja hier irgendwie gründen wollen. Und dann werden wir mal schauen. So, mal gucken, wie weit wir da jetzt noch kommen. Ich lasse Autodrive einfach fahren, weil ich keine Ahnung habe, wo wir hier längs müssen. Ja, und wenn, wo ich gerade hier den Hof sehe, irgendwann werden wir uns ja auch einen Hof suchen müssen. Mal gucken, was wir hier haben. Also hier ist irgendwie, ich glaube, dass das ein Schafstall ist. Ein Kuhstall. Ein paar Hallen. Da scheint, noch ein Hühnerstall, glaube ich. Es sind irgendwie, glaube ich, jeder Stall hier irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Höfe es hier überhaupt gibt, um ehrlich zu sein. Wird bestimmt der eine oder andere sein. Das heißt, wir können ja mal gucken. Warte mal, wir nehmen mal den. Da gibt einen Lohnerhof, einen Viehhof und einen Bergbauerhof. Wir machen das jetzt einfach mal so. Lohnerhof, da sehe ich mich ja irgendwie. Wir fahren einfach mit dem jetzt mal dahin. Dann wissen wir auch, wo der ist. Wie gesagt, da ich es eben nicht weiß, ist das immer ein schönes Ding, wenn wir einfach Autodrive dahin fahren lassen. Dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Aber ich würde sagen, das Ballen einsammeln, die liegen da hinten, ich sehe sie schon. Und das Finden vom Lohnerhof gucken wir uns morgen an. Wir sind nämlich jetzt erst einmal fertig. Dann würde ich sagen, schaut rein, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und damit tschüss, ciao und bis dahin.